Heute testen wir zwei Läden aus der Top 5 von Kairo, was Shawarma angeht. Einmal Casas und einmal Neymar oder Neymar. Wir schauen, was ihr Läden können. Ich habe extra vorgestern eine Umfrage gemacht, was für ein Video ihr euch auf den Sonntag wünscht. Wir fahren jetzt nach Downtown, warten noch kurz auf den Uber. Viel Spaß in diesem Video. Viel Spaß, wir fahren zum Nil. Hier, Freunde, leider ist heute Magdi nicht am Start. Er hat auch mal frei und Urlaub gebraucht. Aber wir haben einen neuen Magdi. Süß. Ja, Mann. Unser Parkwächter, gell? Ja. Bester Mann. Welcher Tag ist heute? Samstag. Samstag. Es ist eigentlich ein verhältnismäßig schöner Tag. Bei euch schneit es wahrscheinlich überall, bei uns scheint trotzdem die Sonne. Durch diese Stadt zu fahren mit dem Auto, sieht für mich immer aus wie so ein Actionfilm. Die Palmen überall, dann diese Sandgebäude, die Sonne strahlt so über die ganze Stadt. Schon sehr, sehr schön, hat was. Masalema. Masalema. Ja, Freunde, willkommen in Downtown Kairo. Und wir befinden uns auch direkt vor Casas, einem der besten Shawarma-Läden in ganz Kairo. Direkt neben dieser wunderschönen Shawarmaria darf man auch nicht vergessen, ich finde, das ist auch mal schön zu sehen, eine Kirche direkt neben einer Moschee. Also da seht ihr mal, wie weltoffen Ägypten ist. Dann ist hier noch, was ist das für ein Square? Talatarb Square. Ja. Okay. Der war der Gründer von Egypt Air und der beste Freund meines Urgroßvaters. Hier haben wir... Englischer Garten. Ja. Der Herr kann Deutsch, hat da gewohnt, wo wir gewohnt haben. Gisela Straße. Ja. Schön. Und auch dieses ist mein Laden. Ich mache das Muntka Plaza. Ah. Muntka Plaza, ja. Darf ich nur ein Foto machen? Ja, komm. Ich glaube, der Herr ist Glasbläser. Ich will dir mal seinen Laden zeigen. Danach werden wir Shawarma essen gehen. Das ist dein Geschäft? Ja, das ist meine Familiengeschäft. Lotus Palace. Lotus Palace. Ah, Lotus Palace. If you make in Google, Lotus Palace, you can schauen. Okay. Ist ja Wahnsinn. Das ist so. Er mag nur Tom Ford, wie heißt Dior Fahrenheit. Hier ist, also das ist ganz bekannt für Ägypten, dass die so Essential Oils. Pfefferminz, ja. Essential Oils dann in diese Glasgefäße geben als Parfüm. Das ist das natürlichste Parfüm überhaupt und es gibt alle verschiedensten Gerüche. Das kenne ich schon. Ein Parfüm. Was? Wie heißt es? Dior Fahrenheit. Dior Fahrenheit. Ist es hier oder was? Ja, ja, ja. Ich schwöre, ich kauf's dann. Ist es das? Mhm. Zeig mal. Das ist, ich sag zu 95%. Doch, es ist es. Alter, es riecht einfach. Es riecht einfach genau nach Fahrenheit. Einfach mein Parfüm. Du machst alles selber? Alles selber, ja. Ich habe auch Christian Dior, Remis. Du riechst an dem Original? Original, ja. Und dann machst du es nach? Nein, mit Lutz ein Tropfen. Mit Alkohol, das kann man Allergie. Die sind halt öliger, sehe ich, gell? Mhm. Es ist Blumen. Ja, es ist... Essenzen. Adresse? Adressin, Hode Scharaui Straße, beside Filfela Restaurant. Shukran. All people, American people, come here. Bye-bye. So, Freunde, es zieht sich jetzt immer alles ein bisschen lang, dann werde ich ungeduldig. Dann denken die Leute, dass ich sauer werde. Nein, werde ich nicht. Ich will einfach nur weiter, weil wir sind hier schließlich ein Shawarma-Video drehen und kein Parfüm-Video. Wie ihr hier sehen könnt, der Unterschied zu allen anderen Ländern bis jetzt, wo ich Shawarma gegessen habe, ist, dass sie in der Dönerspießwanne nochmal mit Gewürzen, Tahina-Soße, Tomaten, Kräutern arbeiten und alles reinlegen und dort vermengen und dann packen sie es dir erst ins Brot und dann kriegst du es. Und neben dem Spieß werden diese ganzen fertig gerollten Shawarmas auch nochmal auf einen kleinen Grill gepackt, eine Decke drauf, damit die nochmal schön knuspriges Shami-Brot haben. So sieht's aus. Tomaten frisch dazu gepackt.
Was ich hier direkt mal sagen muss, ist, es sah ein bisschen wenig Fleisch aus, als er es reingelegt hat. Aber jetzt muss ich sagen, hat es eine gute Größe. Von beiden Seiten frisch nochmal auf dem Grill angebraten. Das kennen wir ja schon. Ja, ist ein bisschen windig heute. Schon geisteskrank wild. Ich sag dir ehrlich, die sind alle, in Kairo sind alle Shawarma-Läden so gut, dass man nicht mal sagen kann, welcher der beste ist. Also das Fleisch überhaupt nicht, Gummi, überhaupt nichts. Ups. Also überhaupt kein Gummi, das Fleisch, dann die Tomaten, wunderschön. Ich muss ehrlich sagen, so habe ich in Deutschland nicht gehabt. In Kairo merkt man einfach, weniger ist mehr und hier spürt man, dass sie damit immer gewinnen. Du kannst da Salat reinmachen, dies reinmachen, das wird dir nicht helfen. Er wird nicht besser. Der hier ist schon wieder eine glatte 10 von 10. Das ist geisteskrank, wie gut die sind. Muss nochmal, warte. Das ist schon wirklich gut und ich muss ehrlich sein, ich habe gestern Shawarma gegessen, das war wie Gummi. Ich weiß nicht, woran es lag. Und das schmeckt wirklich gut, Fleisch schmeckt richtig gut und ist gut gewürzt. Perfekte Menge an Fleisch, perfekte Menge an Tomaten, perfekte Menge an Tahina-Soße. Einfach rundum perfekter Shawarma. Und so richtig, also das Brot, ich liebe ja Brot, ist richtig schön knackig. Das finde ich gut bei dem. Das ist... Aber es ist knusprig, perfekt. Weich. Das ist ja, ja das, Mann. Das ist der, dann hier an der Seite ist es schön weich. Schaut da rein. Ich schwör's euch. Das ist der Trick. Und ich bin verliebt. Teigig, gell? Ich glaube, das ist eine Kette. Und jetzt überleg mal für eine Kette, wie gut der schon wieder ist. Meine Güte. Schau dir das jetzt an. Kein triefendes Öl, keine Feuchtigkeit. Also Fazit. Da habe ich ganz schnell vernichtet. Das ist ein perfektes Ding gewesen. Leicht sauer, leicht pikant, geiles Fleisch, geile Würze, rundum perfekt. Jetzt würde ich sagen, geht's weiter. Wir werden heute noch ein Shawarma essen. Ich freue mich auf den nächsten, ich bin ehrlich. Okay, dann schütteln die Shawarma. Also Freunde, merkt euch immer, Juba in Kairo mit Bargeld bezahlen. Ansonsten überlegen sie sich halt, viele überlegen sich halt, dann nicht zu kommen. Dem Weg zum nächsten Spot, glaube ich, befinden wir uns jetzt dann mitten in der Golden Hour. Das heißt, ein wunderschöner Sonnenuntergang. Hier sieht man das wunderschöne Hilton Hotel. Und natürlich auch Ägyptens bester Fußballspieler auf den größten Werbetafeln, die Ägypten zu bieten hat. Der wunderschöne Nil, ey. Ich liebe den Nil. Der Nil liebt sich. Shokran. Shokran, bye bye. Muss ich bei Bar zahlen? Ach so. No, nee. Okay, so Freunde, wir stehen vor Naima. Naima. Ich glaube, wir haben den größten Spieß. Das ist der größte Spieß, den ich je gesehen habe. Ja. Ich habe noch keinen größeren gesehen. Stimmt, der in Berlin war noch kleiner sogar, gell? Ja, der war nicht so groß. Ich würde sagen, wir gehen über ins Bestellen und schauen, wie der Shawarma hier ist. Ihr seht, die Autos stehen hier alle. Du kannst hier auch einfach mit dem Auto ranfahren, dann kommt jemand zu deinem Auto, nimmt die Bestellung auf, Geld, geht vorbestellt und holt ihn sich und bringt ihn dir ans Auto. Wieder ein kleines, süßes Shawarma. Die Größe unterscheidet sich natürlich, aber natürlich unterscheidet sich auch der Preis. Ein so ein Shawarma mit Fleisch gefüllt, Tomaten, Gewürze, Tahina, das Brot, der ganze Service. Wie viel hat es gekostet? 35 Pfund, nicht mal 2 Euro, Freunde. Schauen wir uns diese ganze Geschichte hier mal an. Also hier sieht man direkt wieder... Lecker sieht das aus. Und Minze, oder? Weiß ich nicht, ob es Minze ist. Nee, Koriander. Tomaten, Koriander, Fleisch, Tahina. Riecht auch wieder gutes Fleisch hier, muss ich ehrlich sagen. Lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das Brot ist jetzt was ganz anderes. Es ist teigigeres Brot. Also es ist mehr so, ich würde schon eher sagen, so ein Fladenbrot. Guten Appetit. Willst du zuerst?
Die Leute, ich finde das so komisch, wie die Leute schauen. Egal, lass sie einfach. Der Typ erobert mich jetzt beim Essen. Hä? Ja. Das mag ich. Okay. Kuss geht raus. Ich finde, es ist besser gewürzt als das andere. Also gewürzt ist es besser. Schmeckt saftiger. Aber für mich ist das Fleisch nicht so passend. Es ist mir etwas zu trocken. Ich muss sagen, ich weiß, was Samir meint. Mir fehlt hier, also wir meckern hier auf hohem Niveau. Was ich aber sagen muss, ist, hier fehlt mir ein bisschen die Würze. Er ist nicht so krass gewürzt, finde ich. Der andere ist deutlich besser. Habibi. Chef, Chef. Ah, okay. Schon. Also, das hier ist der Chef. Ich wollte einfach gerade so sagen, bitte geh mal weg. Um es auf den Punkt zu bringen, viel heißer, viel frischer. Viel heißer, viel frischer. 9,8 gegen 10. Es ist nicht viel Unterschied. Das Brot finde ich wieder besser. Somit gönne ich. Ja, ist schwer zu sagen, Leute. Ich sage euch ehrlich, schaut es euch an. Wunderschön. Farbspiel ist geisteskrank, sexy. Tomaten, Koriander, das schöne Fleisch. Schwer für mich ehrlich zu sagen. Ich weiß, was du meinst. Ich würde auch sagen, der andere war ein bisschen besser. Und ich sag dir, woran es liegt. Die haben ihn nochmal danach gegrillt. Das haben sie hier nicht gemacht. Willst du was dazu sagen, dass der große Chef dich gerade gefilmt hat? Ich kann nicht riechen, dass es der Chef ist. Und ich bin ja lange ruhig geblieben, oder? Er lächelt mich an. Da hinten sitzt er. Kuss geht raus an den Chef. Was auch ist, dass die meisten Shawarma-Läden immer Familienbetriebe sind. Und das ist wahrscheinlich von der Familie Neymar. Wie haben Sie diesen Laden gefunden? Eine Empfehlung von einer Freundin. Und jetzt wieder zurück ins Studio. So Freunde, jetzt sind wir ganz schnell wieder weitergegangen, weil die Polizei wieder angesprochen hat, nicht filmen, dies, das. Also die Struggles mache ich gefühlt in jedem Video durch. Was nicht schlimm ist, muss man durch. In diesem Video noch ein schönen... Wir fahren jetzt nach Samelik und es gibt zwei Cafés zur Auswahl. Jetzt schauen wir mal, welche Kuchen uns besser gefallen. Und Kairo hat jeden Abend gefühlt einen Traum-Sonnenuntergang. Jetzt schauen wir, was die haben und dann gehen wir zum Cake-Café. Ja, wo gibt's Chai Latte? Beim Cake-Café, aber ich will hier die Auswahl auch sehen. Okay, schau gerade. Hä? Was willst du jetzt hier schauen? Was sie für Auswahl haben. Die Kuchen? Ja. Lotus Classic Cheesecake, der sieht aber nicht gut aus. Also ich weiß nicht, was an einem Kaffee gut sein soll oder schlecht sein soll, deswegen. Egal. Wir gehen mal weiter zum Cake-Café und vergleichen. So, Freunde. Ich glaube, es wird nicht dieses Café. Wir gehen jetzt weiter. Hä? Das Café? Ja. Hier auf der Straße willst du essen. Es gibt auch Pfanne, natürlich. Cappuccino ist bestellt, Chai Latte ist bestellt. Zwei Küchelein haben wir uns bestellt. Ich glaube einmal Cheesecake Plain. Was hast du bestellt? Apfel-Dattel. Apfel-Dattel-Kuchen. Klingt auch sehr interessant. Sieht aus wie ein Strudel, deswegen habe ich es genommen, weil ich liebe Apfelstrudel. Toll. Oh, sieht gut aus. Oh, das ist ja abgebissen wie eine Werbung. Super lecker. Zimtig, weihnachtlich zimtig. Schmeckt ein bisschen wie Lebkuchen mit Apfel. Sehr lecker. Hier wird es schmecken. Der ist krank lecker. Boah, ich glaube mein Favorite für Weihnachten. Krank, gell? Lecker, gell? Und warm. Und weich. Boah. Lecker. Aktuell bin ich absoluter Cheesecake-Fan. Ich weiß nicht warum, es hat sich entwickelt. Bis vor einem Jahr habe ich gesagt, so Cheesecake gar nicht mein Fall. Egal welche Art. Weil ich immer irgendwie gedacht habe, da ist echter Käse drin. Oh mein Gott. Gut? Geisteskrank. Dieser Boden, Alter, wie knusprig der ist.
bam, das gehört. Dann eine Masse, dann diese leichte, durchsichtige Zuckerglasur, 1 Zentimeter dick, und ich finde den genau richtig so. Gut, muss man probieren. Bye bye. So Freunde, halbe Stunde später, wir haben ein Käffchen getrunken, einen Kuchen gegessen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, oder besser gesagt, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Noch was zu sagen? Nein, wir gehen jetzt beide mal schauen. Ja, bitte nicht spoilern in den Kommentaren, aber... Das ist dann eh schon vorbei, wenn das Video rauskommt. Vielleicht mache ich am Ende dieses Videos eine Spoiler-Szene und sage euch, ob Spider-Man gestorben ist oder nicht. Spaß, ich weiß nicht mehr, ob der sterben soll. Soll der sterben? Weiß ich nicht. Liebe Grüße aus Kairo. Danke fürs Anschauen. Machen wir die 150 Likes voll. Jeder, der den Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt dürft ihr ihn abonnieren. Und dicker Kuss geht raus. Und folgt mir alle auf Twitch, ist auch noch wichtig.